Hallo zusammen, mein Name ist Siegfried Eichhorn und auf meinem Kanal dreht sich alles um Fotografie und Filmtipps. In dem heutigen Video befassen wir uns zum Thema Filmtipps mit kreativen Ideen, wie ihr euer eigenes YouTube-Studio oder Filmset oder Bühnenshows mit diesen alten Monitoren aufwerten könnt. Jetzt schwenke ich mal rüber zum Hannes. Stell dich doch mal kurz vor, wer bist du? Warum sitzen wir heute zusammen, Hannes? Servus Ziggy, ich bin der Hannes und ich habe länger beim Fernsehen gearbeitet und bin jetzt selbstständiger Filmemacher. Und was mir auch sehr viel Spaß macht, sind kleine Shows zu konzipieren mit einem Spezel zusammen. Wir nennen uns Radio Influenza und wir machen Musik, wir machen Videoclips und bringen das Ganze immer so ein bisschen auf die Bühne. Und da haben wir uns immer überlegt, wie können wir das Ganze, weil ich komme natürlich aus der Video-Fernsehgeschichte, deswegen waren mir bewegte Bilder immer wichtig. Und wie bringt man das nur auf die Bühne? Hier habe ich mal zwei von diesen kleinen Monitoren stehen. Das sind Kontrollmonitore. Du hast ja 8 Stück davon, ne? Genau, da habe ich noch ein paar mehr. Jetzt mal der Einfachheit halber 2 Stück. Wir nutzen meistens 8, die kann man in Reihe schalten. Das sind alte Kontrollmonitore aus Schnittplätzen, aussortiert bei Fernsehsendern. Und ich habe die mal entsorgt. Insofern habe ich jetzt da ein paar rumstehen. Man kann die schön stapeln und man kann die in Reihe schalten. Als ich eure Shows gesehen habe, ob im Internet oder auch live, ich war total geflasht von dieser... Ja, von diesem Setup einfach mit diesen alten Monitoren, das sieht man nirgendwo mehr und das ist einfach eine super kreative Idee, wenn man sowas bei Bühnenshows einsetzt. Sie sind zwar klein, aber ein extremer Eyecatcher und was Besonderes und Einzigartiges, finde ich zumindest. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man bei Werbedrehs oder Musikvideos auch diese Monitore verwendet, wenn man denn weiß, wie man die Dinger organisiert und die anschließen kann. Wenn du jetzt irgendeine alte Schrottkamera hast, habe ich. Wie ihr seht, diese Bilder sind natürlich, da kommt es jetzt nicht drauf an, was das für eine Kamera ist. Dann nimmst du die alte Kamera, schließt die mit entweder einem Cinch-Kabel, dieser Video-Out, oder einem Super-Video-Kabel, schließt du einfach an, gehst hier in den ersten Monitor rein und schließt die dann in Reihe. Und dann hast du eine Kamera zusätzlich. Ja. Die kann jetzt entweder deine Bühne aufnehmen oder wie wir es jetzt haben, neben der Sony Alpha Kamera steht nämlich meine alte Panasonic Henkel Kamera, 20 Jahre alt wahrscheinlich. Die filmt jetzt uns? Und die filmt uns und haut es hier auf die Monitore. Also von dem Video Out geht es hier auf den Monitor in den Video In? Genau, also ganz simpel eine Live-Kamera sozusagen. Okay. Ich kann so auch ganz easy, wenn ich jetzt hier ein fertiges Video habe, oder einfach ein Logo habe, was ich irgendwie jetzt hier auf die Monitore hauen will, dann nehme ich mir einfach mein iPad und habe hier ein Bild drauf und richte die Kamera so ein, dass die einfach das Display abfilmt. Weil das Display ist ja super gut. Die alten Kameras haben eh nicht die Auflösung, dass du da irgendwas sehen würdest. Man muss vielleicht davor mal ein bisschen... dann filmt die Kamera einfach... das iPad ab, ich drücke auf Play und zack, hast du das Bild hier auf dem Monitor. Jeder hat vielleicht einen alten Röhrenfernseher noch irgendwo im Keller oder die Oma hat noch einen oder wie auch immer. Die Oma. Coole Idee. Das macht natürlich was her. Coole Idee. Was man auch noch machen kann ist, so wie wir das jetzt hingestellt haben, wenn man zum Beispiel eine Interviewsituation hat und man stellt hier vielleicht auch nur einen Monitor hin, macht dann mit dieser popligen Kamera einfach eine ganz andere Einstellung. Zum Beispiel ein Profilbild, dass ich jetzt hier ein Close-Bild vom Profil habe. Und ich habe eine ganz normale O-Ton-Einstellung. Ja. Und stell den Monitor in den Hintergrund, dass der auch ein bisschen unscharf ist. Und dann habe ich aber auf dem Bild simultan das Live-Bild vom Profil drauf. Sieht auch, kann cool ausschauen, wenn es zum Thema passt, wenn es irgendwie ein Technikthema ist oder keine Ahnung. Oder vielleicht auch irgendwie um Fernsehgeschichten geht oder sowas. Kommt es natürlich cool. Und sieht natürlich irgendwie echter und finde ich spannender aus, als wenn man da in der Post irgendwie hinten ein Bild rein machen würde oder sonst, keine Ahnung. Und als ich bei euren Live-Shows diese Monitore gesehen habe und die Menschen, die ja abgefilmt worden sind und sich dann wieder in diesen Monitoren, die überall verteilt waren, sich wiedergefunden haben, die waren total geflasht, weil sowas sieht man heutzutage nirgendwo mehr. Vielleicht sagst du mal, wo habt ihr diese Monitore noch eingesetzt? Kannst du da ein paar praktische Beispiele mir an die Hand geben? Also wir wollen vor allen Dingen natürlich mit diesen Monitoren machen, dass auf der Bühne möglichst viel flackert und möglichst viel zu sehen ist.
oft ist es dann so, dass wir eine Live-Kamera dastehen haben. Die kann natürlich einen anderen Ausschnitt zeigen als die gesamte Bühne. Mhm. Zum Beispiel ein Close oder je nachdem, wenn man sich bewegt. Wenn man einen Kameramann hätte, wäre das natürlich toll. Haben wir nie. Aber man kann die Einstellung nehmen. Man kann die Kamera, also was wir oft gemacht haben, Magic Arm, an die Kamera unten einen kleinen Griff ran, mhm, und dann in den Magic Arm reingestellt. Dann steht die Kamera so mit der festen Einstellung. Und wenn man dann während der Show die Kamera rausnimmt, kann man damit rumgehen mit einem langen Kabel und kann damit Live-Bilder direkt auf die Screens hauen. Das ist ein toller Effekt, der immer gut beim Publikum ankommt. Mhm. Oder wenn ihr ein YouTube-Studio euch daheim einrichtet, schnappt euch irgendwo vom Dachboden einen alten Röhrenfernseher, stellt den hinten hin, schließt eine blöde VSC-Funzel an und filmt damit live nur das Logo ab oder so. Und dann habt ihr hinten dann braucht ihr kein Logo auf dem iPad oder irgendwo rein in der Post reinmachen oder sonst irgendwas, sondern der Fernseher steht da, flimmert ein bisschen vor sich hin und das Logo ist zu sehen. Ja, oder den Trailer kann man abspielen lassen. Zum Beispiel. Also, da kann man richtig kreativ sein. Ne? Danke für deine Tipps, Hannes. Vielleicht regt es euch an, inspiriert euch, euer Studio selbst irgendwie so ähnlich aufzubauen. Schreibt gern unten in die Kommentare eure Gedanken einfach dazu auf. Habt ihr sowas vielleicht selber schon mal benutzt? Und ansonsten bleibt es nur zu sagen, schaut bei Radio Influencer mal vorbei. Ja, Hannes hat auch einen YouTube-Kanal. Über was, ganz klein. Mit was beschäftigt sich der Kanal eigentlich? Unser Kanal ist einfach nur wir sind keine YouTuber, sondern unser Kanal dient eigentlich nur als Visitenkarte, wenn wir sagen, okay, man geht zu einem Laden und sagt, wir würden gerne mal einen Auftritt machen, schaut euch mal 2, 3 Videos von uns an, so in ungefähr sieht es aus. Also es ist für uns nur ein Aushängeschild, was unkompliziert erreichbar ist. Also wir sind jetzt keine, ihr könnt uns natürlich trotzdem abonnieren, aber muss nicht sein. Das war's dann von uns. Abonniert meinen und seinen Kanal, wenn ihr das Video irgendwie hilfreich, informativ fandet oder auch nur unterhaltsam. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Restabend und ich sage ciao, euer Sigi und peace out.